Ja, ich bin der Thomas Kellner, komme aus Siegen in Nordrhein-Westfalen und mache seit gefühlten 20 Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen länger, Kontaktbögen mit 35 mm Film, also noch ganz analog. Was wir hier sehen, sind alles schwarz-weiße Bilder, die ich in der Zeit von 1997, da war der Anfang, bis 2005 gemacht habe. In diesen Kontaktbögen sehen wir als schwarze Streifen den Film mit seinen einzelnen Fensterchen. Jedes einzelne Fenster ist 24 x 36 mm groß. Und ich fotografiere das in Reihe. Das heißt, wenn du vermutest, dass ich das hier mit Photoshop mache, ist das falsch. Es wird von links unten nach rechts oben in der Regel fotografiert und es bleibt genau so. Es gibt keinen Fehler, sondern Fehler und Zufall sind meine besten Freunde. Und zwischendurch bewege ich die Kamera und so entsteht der Eindruck eines kubistisch bewegten Gebäudes. Anlass für mein Arbeiten war mit Sicherheit die Suche nach etwas, was aus dem zentralperspektivischen Bildgefüge der Fotografie hinausführt. Wir wissen seit den 70er Jahren, dass Fotografie Kunst ist, aber ich habe mich immer gefragt, wie das denn sein kann, wenn das Bildmodell, das dafür herhält, so alt ist wie die Renaissance, nämlich die Zentralperspektive. Die finden wir aber in der modernen Kunst eigentlich nur noch selten. Da steht das Pigment, der Pinselstrich, der Meißelschlag auf dem Stein stehen immer für sich. Und in der Fotografie ist es immer noch wie die Renaissance, der Blick durchs Fenster auf den Gegenstand. Deswegen diskutieren wir in der Fotografie in der Regel das, was wir sehen und nicht das Bild. Und der Weg über den Kontaktbogen hat mich eben Richtung Kubismus geführt. Am Anfang wegen den Eiffeltürmen in Paris, weil ich habe in meinem Lehramtsstudium eben auch sehr viel Kunstgeschichte studiert und mich mit dem französischen Kubismus oder Aufismus von Robert Delaunay beschäftigt. Und der hatte eine ganze Serie zu Bildern der Stadt Paris gemalt und dann über einen Blick auf den Eiffelturm dieses Motiv entwickelt bis zum Fenêtre Simultané, wovon wir eins in der Hamburger Kunsthalle hängen haben. Thank you.
für so eine einzelne Serie, sowas wie den Eiffelturm, ich glaube, wie ich mich richtig erinnere, war ich 14 Tage in Paris. Davon hat es die Hälfte der Zeit geregnet. Ne? Ist ja nicht immer schönes Wetter. Und ist das eigentlich bei allen Reisen, wenn es zu einem Projekt gehört, dann bin ich in der Regel ein verlängertes Wochenende, eine Woche unterwegs und kann dann eben eine Anzahl Bilder machen. Irgendwas zwischen 1 und 10 schaffe ich dann. Kommt ein bisschen auf die Serie an. Hier die Schwarz-Weißen sind wirklich auch besonders, weil sie in ihrem schwarz-weißen Charakter dahin zurückgreifen, wo ich herkomme. Nämlich aus einer experimentellen Fotografie, die in erster Linie im Labor betrieben wurde. Ja. Die meisten Bilder, die hier hängen, bestehen entweder aus einem Kleinbildfilm oder zweien. Es gibt wenige, die sind ein bisschen größer. Das größte Bild, das ich bis jetzt gemacht habe, besteht aus 60 Filmen und ist 5 Meter lang. Ein Blick auf den Grand Canyon. Das sind aber wieder andere Zugriffe. Das, was ich untersuche, ist wirklich Bewegung im Bild. Und das war am Anfang, und das kann man hier sehr gut sehen, eben getrieben über den Wunsch, etwas wie den Kubismus zu erreichen. Und dieses Verfahren hat sich dann zunehmend verselbstständigt auf der Suche, was kann ich denn für Bewegungen entwickeln? Oder kann es einen Kontrast geben von Stagnation und Bewegung, was passiert mit den Teilen, die ich nicht bewege, die kommen sehr viel stärker aus dem Bild heraus. Oder in einem der letzten Projekte habe ich Gebäude in Wellen verwandelt, im Kontaktbogen. Und ich bin da noch nicht mit fertig. Und solange ich Ideen habe und Spaß daran habe und auch das Publikum Spaß dran hat, mache ich das gerne weiter.